Servus Leute, willkommen zurück zu Shadow of Rome. Im ersten Part hat ja unten ein kleines Teil gefehlt, aber irgendwie fehlt jetzt in den anderen, ich glaube zwei oder drei Parts, fehlt jetzt oben ein Stück. Keine Ahnung, warum sich das Aufnahmefenster die ganze Zeit verschiebt. Auf jeden Fall habe ich das jetzt wieder korrigiert und jetzt sollte alles drauf sein. Ich werde gehen natürlich. Werde ich auch als Senat anerkannt von den Leuten? Für einen Senator bist du echt süß. Ja, klar, ich bin Senator schlechthin. Hey, ich erinnere mich an dich. Keine Angst, dein Geheimnis ist bei mir sicher. Hallo, Wache. Ich bin Senator. Lass mich ein. Die Versammlung wird in Kürze beginnen. Behalte dich bitte. Danke. Machst einen guten Job, Mann. Bin gespannt. Okay. Der große Saal ist das letzte Zimmer am Ende des Flurs. Ich muss vorsichtig vorgehen. Karte ansehen. Mit der kannst du die Karte aufrufen. Schon wieder? Okay, ich bin da. Ich muss geradeaus weiter, aber da links ist auch noch viel. Was habt ihr? Ich bin doch nur ein Senator. Lalala. Darf auf jeden Fall nicht rennen oder sonst irgendwas machen, sonst bin ich geliefert. Das ist eine Glücksmünze. Ich bin ein geldklauender Senator. Die gucken mir immer noch hinterher. Na gut, dann sollen sie eben gucken. Das ist halt so Schleichspiele, ist echt schon geil. Jetzt bin ich da. Links ist was, da rechts ist was, da oben ist jemand. Ich gehe zu dem mal hin. So in Verkleidung traue ich mich selbst den Feinden gegenüber zu treten. Ist die Versammlung zu Ende, es bleibt diese Tür verschlossen. Der Schlüssel ist in meinem Besitz. Seid unbesorgt. Hier kommt niemand vorbei. Aha. Das heißt, ich muss ihm irgendwie einen Schlüssel wegnehmen. Aber wie? Gibt es einen Krug, wo ich mich verstecken kann? Da oben gibt es zwei Vasen. Da ist eine Tür. Von der anderen Seite verschlossen. Ich kann nicht mehr. Okay. Was muss ich jetzt tun? Muss den Typ irgendwie weglocken? Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich müsste ihm den Krug gar nicht drüber ziehen, aber... Es ist nicht gut, von vorne anzugreifen. Meine Hände könnten es nicht mit einem Schild aufnehmen. Wenn ich nur eine Möglichkeit finden könnte, mich von hinten anzuschlagen... Ja, das ist nämlich das, was ich auch gerade denke. Pfeifen. Du gleichzeitig Viereck und Dreieck, um zu pfeifen, möglich Feinde abzulenken. Viereck und Dreieck. Moment, das werde ich dann gleich mal versuchen. Werde mich hier hinstellen. So, Moment, Viereck und Dreieck. Nee. So viel kommt X. What was that noise? Okay. Oh, 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 oh. Sind eine drüber ziehen. Aha. Schneller. Um, guck dich um. Jetzt! Oh, geil. Ich klaue ihm natürlich das Geld, ganz genau. Ich klaue ihm den Schlüssel. Rüstung. Nein. Ich bin nur ein Senator. Ich habe nichts gesehen, nichts gemacht. Ich bin nur zufällig hier. Jetzt habe ich nicht gesehen, wie viel die goldene Münze wert war.
eingesetzt. Yes. Okay. Ah, jetzt bin ich da und da vorne wurde auch Julius Caesar erstochen. Solange ich in Senatoren-Outfit herumlaufe, ist alles in Butter. Was? Ist ein Schloss an der Tür. Na, da ist er nämlich niedergestochen worden. Ist hier was drin? Ja, da links und geradeaus. Der Sound da gerade. Der klingt total unheimlich. So gleich ein Feind kommt. Da ist auch was. Da hinten ist ein Speicherpunkt. Geld ohne Ende. Wie geil. Ich komme echt gut voran in dem Spiel. Hätte ich nicht für möglich gehalten, dass ich hier so durchrushe. So rushe, nicht im Sinne von durchrennen, aber guckt, ich gehe ganz normal als verkleideter Senator. Da oben haben wir Julius Caesar. Aber wir gehen weiter. Also Julius Caesar, einer der größten römischen Herrscher, die es gab. Senatshalle Nord. Ich bin da. Das heißt, da ist einer, da ist einer. Da ist einer. Da sind einen ganzen Haufen. Okay, als Senator komme ich hoffentlich durch. Schauen wir mal. Du Schlüsselloch spähen. Wenn du dich mit der L2-Taste duckst, Tür näher. Ja, achso, das habe ich schon versehentlich gemacht. Also die drücken der Kreis sehen, was dahinter ist. So, aufpassen auf diesen Römer dahin. L2. Was sollen wir mit der Versammlung machen? Ist bereits im Gange. Ja, egal. Verbrecher und Strafe haben nichts mit uns, unseren Pflichten zu tun. Es bringt nichts, wenn wir uns auffällig verhalten. Wir sollten möglichst unerkannt bleiben. Wo hast du so Angst? Lass doch nicht seinen schlechten Gewissen von dem richtigen Weg abbringen. Ich nehme an, ich muss da weiter. Es gibt keine andere Möglichkeit. Naja, egal, mir bleibt nichts anderes übrig. Hallo, guten Tag. Excuse me, sir. Ja, was gibt es? Senator, seid ihr über die Diskussionsthemen für die heutige Versammlung informiert? In einem Amtsträger, oder? Wir sehen ein paar Sitzungsnäher. Hinrichtung, glaube ich. Hinrichtung, oder? Ach ja, dieser Schweine und Vipsanius. Sie haben dich nicht erkannt. Ah. Es war klug von mir. Ja gut, das ist auch irgendwie logisch, weil die ganze Zeit wegen dieser Hinrichtung da gesprochen wird, weil das, wir haben das nicht umsonst gesehen. Das ist das Beweiszimmer, ihr dürft hier nicht rein. Oh, so langsam tut mein Finger weh, weil ich die ganze Zeit in meinen Controller reingreifen muss. Okay, Beweiszimmer darf ich nicht rein. Dann gehe ich weiter. Ja, mach nicht so, was ist denn das für ein Senator mit Ratsmitglied des Senats? Den habe ich ja noch nie gesehen da. Okay, solange ich in Verkleidung bin, ist alles in Butter. Und kurz Karte aufrufen? Ja, geht. Könnte ich mich sogar notfalls verstecken. Guten Tag. Was ist denn das da? Ein Seil. Was gibt es? Ja, was gibt es? Für einen Senator seht ihr aber echt, seht ihr aber sehr jung aus. Aber ich bin älter als ihr. Danke, solche Bemerkungen stimmen mich froh. Macht ihr euch über mich lustig? Macht ihr euch über mich lustig? Überhaupt nicht, Herr. Es ist nur so, dass junge Gesichter in der Regierung rar sind.
Etwas Verdacht, okay. Könntest du mich wegdrehen? Naja. Ich weiß nicht, ob ich so ein Seil brauche. Ich lasse es mal. Ich gehe da mal rein. Es scheint ziemlich die Post abzugehen. Die Türen wurden verriegelt. Innen findet eine Sitzung statt. Das heißt... Ich werde wohl irgendetwas mit diesem Seil hier machen müssen. Versteckt mich hier um die Ecke. Wie komme ich da jetzt rein? Achso, da oben durch den Beweis, durch das Beweiszimmer. Nehme ich das schnell? Die Seilerdrossel. Schleich dich mit einem Seil in der Hand von hinten an. Gegen einen drücke Viereck, um das Seil um ihren Hals zu schlingen. Drücke dann mehrmals Viereck oder X, um zu wählen. Kann ich das auch irgendwie verstecken? Wirk, 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 wirk! Okay, ich glaube, ich soll den wegziehen. Ist der schwer. Achso, ich habe noch ein Seil. Und dann gehe ich erstmal und jetzt. Kann ich das auch irgendwie hinter meinem Rücken verstecken? Lalalala. Ah, Moment, er dreht sich gerade weg. Ich hoffe, er sieht keiner, ich hoffe, er sieht keiner. Komm, komm, komm! Schnell, 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 schnell weg. Alles klar, ich bin drin. Noch ein Seil. Ich glaube, ich nehme mal ein neues. Zum Glück hat er mich nicht gehört. Ich hoffe, jetzt kommt jetzt keiner. Scheiße. Ach, verdammt. Oh, mein erster Tod. Oh Mann. Wo fange ich an? Ey. Nicht ernsthaft, oder? Ach du Kacke. Oh nee, wirklich ernsthaft? Alles nochmal? Alles nochmal. Boah, ich wette, ich war kurz vor Ende. Es war bestimmt der letzte Gegner, der mich getötet hat. Gut, dann machen wir es nochmal. Excuse me, sir. Ja, was gibt's? Was hat der Diskussionsthemen? Ja, Hinrichtung. Ja, dieser Schweinehund, ja. Da drin sind die Beweismittel. Hallo? Weißt du mal, ja. Wenn man weiß, was man zu tun hat, dann geht es ja eigentlich ganz schnell. So, jetzt zu dem hier. Excuse me, sir. Ja, was gibt es?
Sah er sehr jung aus. Macht er hier eigentlich lustig? Überhaupt nicht. Etwas Verdacht, okay. Komm, dreh dich weg. Warum gehst du mir hinterher? What is that? Hey! Oh. Who are you? Ich bin doch nur ein Senator! Okay, ich darf kein Seil nehmen, wenn sie zugucken. Ich stelle mich an. Okay, nochmal durchspähen. Oh, hallo, ich bin ein kleiner Spanner. Ja, der dreht seine Runden. Das ist schon interessant, das ist nicht nur dummes, gnadenloses Gemetzel. So, der redet über Hinrichtung. Excuse me, sir. Ja, was gibt's? Ja, Hinrichtung. Ich weiß darüber Bescheid. Der Vipsanius, der gehört in den Knast und der Drossel und alles. Das Blöde ist, dieser eine Römer da vorhin hat mich noch aus dem Augenwinkel gesehen und, hat Alarm geschlagen. Das ist, weil ich nicht aufgepasst habe. Ja, Beweise, danke. So. Warte ich noch auf den da. Ah, der kommt mir gerade entgegen, schön. Er dreht um. Und dann warte ich hier auf ihn. Weil er darf nicht zu weit oben stehen, sonst rennt er mir hinterher. Ja, ganz langsam jetzt entgegengehen. Jetzt. Was gibt's denn? Excuse me, sir. Ja. Naja, du machst dich über mich lustig, nicht wahr? Ja. Machst du was nicht normal, so warst du längste Zeit Gladiator. Legionär, sonst kannst du als Gladiator in die Arena gehen. Geht er mir hinterher, verdammt. Okay. Ich bleib mal hier stehen. Ich guck mal auf die Karte. Ist jetzt da, jetzt geht er zurück. Da hinten ist auch noch ein Feind. Da oben in diesem Beweiszimmer. Muss ich aufpassen. Ja, er geht wieder zurück. Perfekt. Er muss weit genug weg sein, damit ich das Seil klauen kann. Okay. So, Seil geklaut. Jetzt warte ich hier. Das ist, glaube ich, zu nahe. Das kann man so drehen, dass ich ihn gerade noch sehen kann. So in etwa. Ich höre seine Schritte. Ja. Jetzt. Ja. Schnell, 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 gehen. Gut, erstes weg. Wie gern hätte ich jetzt einen Speicherpunkt. Okay, da hinten steht der andere.
Habe ich gehört? Ja, dann nicht. Gut. Wenn ich mich jetzt anschleiche und den ebenfalls erwürgen. Ich weiß, strangulieren ist die Bezeichnung dafür, aber... Komm her, komm her! So, bin ich den auch los? Dann ist der da drin der Nächste. Der da. Ja, bist müde, gleich kannst du für immer schlafen. Hoch, 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 hoch! Wow! Ah, sie sehen mich, verdammt. Was machen wir hier jetzt? Ah, wenn ich da hinten stehe, sehen sie mich nicht. Ja, doch, tun sie. So mehr oder weniger. Warum sehen die mich nicht mehr? Okay, geht weg. Der eine haut ab. Was passiert hier? Der eine steht jetzt da. Hey, oh nein, jetzt weckt er ihn auch noch auf. Who are you? Jetzt hat er ihn geweckt, verdammt. Der da unten sieht mich die ganze Zeit. Hey. Ah, Moment, da oben. Jetzt könnt ihr mich nicht mehr sehen, oder? Doch, tun sie. Danke. Ist einer hier in der Nähe, oder warum sehen die mich? Also der da hinten. Ein Moment. Ja, schön, wenn die Wache so blöd ist. Ist echt so dumm und bleibt ihr auf ihren Posten. Da, lass auf. Weg von der Wand! Okay. Hat er mich jetzt gesehen? Ja, er hat mich gesehen. Und er hat mich getroffen? Nicht schon wieder alles. Ah. Ja. Ich kann mich hier nicht mal beeilen. So, Versammlung ist im Gange, danke. Blöd ist, ich bin entdeckt worden. Ich muss vorsichtiger sein. Ja. Das ist gar nicht so einfach. Jetzt weiß ich, was die Leute meinen mit, es ist schwer. Das heißt, den da muss ich auch strangulieren, oder wie? Sollte ich vielleicht machen. Ich glaube, ich sollte alle Wachen ausschalten. Dann habe ich, glaube ich, meine Ruhe. Mein Fehler war, dass ich die eine Wache da nicht ausgeschaltet habe. Und genau das ist mir zum Verhängnis geworden. Immer noch den da. Schade, dass ich in dieser Folge nicht so viel erreiche, aber es ist gar nicht mal so einfach. Excuse me, Sir. Ja, was gibt's? Steht's zu Diensten. Mach dich nicht lustig.
Aber wie sieht's mit ihm aus? Dreht er wieder seine Runden? Ne, er verfolgt mich. Ah. Schnell, nimm es! Ja, ich weiß, wie es geht. What is that? Kann ich das nicht hinter meinem Rücken verstecken? Rutsch von der Select-Taste ab. Hallo? Ja, bleib schön weg. Nein! Ob sich das jetzt noch ausgeht? Schneller! Das gibt's doch nicht! Ich hätte warten sollen. Dann gucke ich mal durchs Schlüsselloch. Hey, durchspähen. Nachrichten erhalten. So, jetzt wieder ganz gelassen. Schön Mode. Guten Tag, Wache. Ja, was gibt es? Ich bin schwer beschäftigter Senator. Ich muss zur Versammlung, weil die Hinrichtung da, die Vipsane ist dieser Hund. Ich meine, ich kann es sogar verstehen, warum ich nur One-Hit bin, weil ich habe keine Rüstung und kann gar nichts. Und der schlägt mit einem Glasius auf mich ein. Ja, guten Tag. Ja, Beweise, danke. Ein bisschen längerer Part, weil ich will das in dieser Folge hier schaffen. Ich werde es auch noch ein paar Mal versuchen, wenn ich es dann nicht schaffe, dann muss ich noch eine Folge aufnehmen. Ich wollte nach dieser Folge eigentlich aufhören, aber... ja, was gibt es? Ja, ja. Mach dich nicht lustig über mich, sonst drehe ich den Kragen um. Mir hinterher? Natürlich gehst du mir hinterher. Ja, ich bin schon weg von den Zahlen. Nein. Hau ab. Schneller. Ja. Mir auch egal, wie es geht. Also nicht mir egal, aber... So, ich bleib jetzt hier stehen. Er kommt wieder. Ja, er dreht sich um. Das jetzt ausgeht, bitte lass es sich ausgehen. Ja, ich bin ihm ziemlich nahe an den Fersen. Ja, ja! Jetzt aber. Komm her, komm her. Komm her! Mach doch! Nein, lass mich! Ausweichen! Das gibt's doch nicht. Warum ist das so schwer? Ich hatte doch die Taste gedrückt. Ich gehe wieder raus. Ich kann nicht mehr durch. Ich kann raus. Dachte schon. Schade, dass ich jetzt so oft abgeschlachtet wurde. Jetzt bin ich wieder hier. Ist hier einer? Ne, dann kann ich hier auch rennen. Rennen. Lalala. Muss in der nächsten Folge wieder herkommen. Ist es nicht nötig zurückzugehen? Doch, weil ich speichern will. Achso, hier ist ja auch ein Speicherpunkt. Ja, ich vergaß.
Da um die Ecke. Da. Na gut, nicht viel erreicht hier. Ich habe eigentlich die ganze Zeit nur verloren in dem Part. Aber naja, dann würde ich sagen, das war Shadow of Rome. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Vielleicht.